Hallo und willkommen zu Last Year. Mein Name ist Felix und ich spiele heute als Überlebender und ja, mal sehen, wie wir uns schlagen werden. Last Year habe ich schon seit einem Weilchen nicht mehr gespielt, ich habe aber heute einfach mal ein bisschen Lust drauf gehabt, das mal wieder zu spielen. Und ja, mal sehen, wie wir uns schlagen werden. Ich spiele als Sword, ansonsten sehe ich hier Medic, Techniker, noch ein, ich spiele als Scout. Zwei Scouts, ein Assault, ein Techniker und ein Mechaniker. Ja, ich rede einen Quatsch, ein Medic und ein Mechaniker, egal. Wir haben jede Klasse einmal, außer ein Scout, davon haben wir zwei. So, der Killer hat hier schon fleißig vergiftet. Darf es ja nicht anfassen. Normalerweise spiele ich am liebsten den Heiler. Aber ich dachte mir, ich fordere mich mal ein bisschen heraus und spiele mal eine Klasse, die ich sonst eher seltener spiele. Okay, weg hier. Das ist eine Spinne. Geblendet. Doppelblind. Wunderbar. Ich habe kein Schild mehr, weil wir alle drauf gehen. Machen wir zumindest ordentlich Schaden. Oh, aber sie teilt auch aus. Oh, wir kriegen die. Wenn wir alle drauf gehen. Wir haben sie. Wie gut. Wie gut. Wir sind einfach alle drauf gegangen und haben sie weggeklappt. Okay, ich glaube, so hat sie sich das auch nicht vorgestellt. Also der Killer. Der Killer kann ja aus drei verschiedenen Killern wählen. Also drei von vieren wählen und dann, ja, in der Runde dann immer wechseln zwischen drei verschiedenen. Er kann aber niemals zweimal der gleiche sein. Das heißt, wir werden den nächsten Killer jetzt nicht nochmal gegen eine Spinne haben. So, ich sammle jetzt allererstes ordentlich Scrap. Denn als... oh, verdammt. Damit hatte ich nicht gerechnet. Es ist ziemlich dumm gewesen, von mir alleine rumzulaufen. Aber ich dachte, ich habe vielleicht noch die Sekunde, in der Killer vielleicht noch respawnen muss. Aber gut, das war sein erster Tod, ne? Beziehungsweise wir haben auch noch alle gelebt. Da geht das noch vergleichsweise schnell. Ein bisschen zu schnell. Hätte gern noch die Sekunde gehabt. Ich bleib mal beim Scout. Die anderen Kollegen, die machen jetzt hier die zweite Blowtorch. Ich kann schon wieder gerettet werden. Sie haben es geschafft, perfekt. Und kommen jetzt in den zweiten Abschnitt. Der Kollege kommt wahrscheinlich jetzt mich retten. Nice. Und der Killer ist da. Scheibenkleister. Okay. Wir sind jetzt hier zu dritt und geben dem Killer wieder Saures. Ich werde gerettet, okay. Boah, das ist ein ganz schönes Hin und Her. Gestunt und drauf. Der kann nicht mehr so viel Leben haben. Und ich wurde mit vollem Leben wieder belebt. Ich renne mal so ein bisschen zwischen die anderen. Den krieg mal. Den krieg mal. Wunderbar, den haben wir. Wie gut. Wie schön. Boah. Und wir sind auch schon in der zweiten Ebene. Wir haben da zwar noch nichts gemacht, aber hey, wir haben den Killer jetzt schon zweimal gekillt. Wurden zwar auch schon mal gekillt, aber ich glaube, die Gruppe ist ganz gut. Man muss halt wirklich versuchen, mit allen gemeinsam zu gehen. Dass man halt nicht alleine rumrennt. Wenn man so im Zweifel nur noch schneller stirbt. Ich versuche direkt hier an der Kurbel Fortschritt zu machen. Oh, da wurde jemand vom Zug überfahren. Der wurde jetzt gerettet. Ja, die Züge sind hier in dieser zweiten Ebene. Ziemlich gefährlich. Ist eine Spinne wieder. Ich habe sie geblendet und renne da lieber weg. Ich spiele da lieber ein bisschen vorsichtiger. Okay, und versuche da nicht allzu offensiv zu sein. Und lieber deutlich vorsichtiger zu sein. Man muss halt auch immer wissen, wann lohnt es sich, aggressiv zu sein und wann nicht. Und jetzt hier mit 30 Leben da reinzurennen, lohnt sich, glaube ich, nicht so sehr. Damit haben sie ihr gut Schaden gemacht. Einmal. Und zweimal. Boah, die wird verbrannt hier. Jetzt haben wir sie wieder getötet. Wie gut. Ich glaube, sie hat uns auch ordentlich Schaden zugefügt. Ich heb schnell auf. Auf deine Füße.
Und sie haben schon oben aufgekurbelt. Boah, was ist das für eine gute Gruppe? Richtig gut. Okay, wir gehen weiter. Ich will mich hier auf keinen Fall von diesen Zügen umfahren lassen. Das wäre ziemlich ärgerlich. Der plündert. Hat er jetzt schon geplündert? Ja. So, ich sammle nebenbei immer wieder Scrap, dass ich mir irgendwelche Items herstellen kann. Ich versuche hauptsächlich mir Shotguns herzustellen. Denn es gibt hier in diesem Arcanum, ne, in diesem Level. Man levelt hier man levelt hier im Grunde die Klassen und nicht die Charaktere. Entsprechend versuche ich hier die Scout-Klasse zu leveln, indem ich halt oft Schaden mache mit der Schrotflinte. Ich habe mich gestunt, damit konntest du nicht ketten. Oh, verdammt, da sitzt irgendjemand in der Falle. Okay, okay. Das war vielleicht ein bisschen übereifrig, dass wir alle reingegangen sind. Ich versuche mir schnell wieder eine Shotgun herzustellen. Jetzt hinten ist der Killer noch. Er hat sich jetzt unsichtbar gemacht. Durch mein Radar weiß ich immer, ob er in meiner Nähe ist. Wenn es blau leuchtet, ist er nicht gespawnt. Wenn es grün leuchtet, ist er gespawnt. Und je nachdem, wie krass der Ausschlag ist, ist er entweder nah oder fern. Ich glaube, das habe ich schon mal alles irgendwo in einem Video mal erklärt. Aber dadurch, dass Last Year jetzt länger nicht kam, erkläre ich es einfach nochmal kurz. Boah, Leute. Den habe ich jetzt auch nochmal geblendet. Ich weiß nicht, ob das... Ich glaube, das hat sich auf die Distanz nicht gelohnt. Aber ich dachte mir, vielleicht habe ich später nicht nochmal die Möglichkeit, so einen guten Schuss abzusetzen. Ich denke, er wird von da kommen. Nein, mein Fotoapparat war auf Abkühlzeit. Ich will jetzt down gehen. Hebt mich auf, nice. Stun, stun und... Habe ich jetzt einen Spieler getroffen oder einen Killer? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, warum das jetzt so extrem laut war. Oder vielleicht irgendwie verbuggt. Hier unten kommen unsere anderen Mitspieler. Aufpassen, das ist eine... Ich glaube, das ist eine... Nee, das ist eine Stranger-Falle. Der Killer ist ja gerade der Stranger. Und der Medic heilt mich direkt. Perfekt. Ich gehe schnell hier hinter. Hier hinter spawnt nämlich ganz gerne mal der Killer. Nee, der ist dort vorne. Warte mal, ich kann das Ding aktivieren. Zug fährt. Ich hatte die Hoffnung, dass ich den Strangler irgendwie abwischen kann. Das wäre ideal gewesen mit dem Zug. Aber gut, sollte nicht sein. Ich weiß nicht, was er für einen dritten Killer hat. Bis jetzt hat er nur zwischen Spinne und Strangler hin und her gewechselt. Mal sehen. So, ich sammle direkt wieder Scrap auf. Ich würde nämlich wirklich gerne wieder eine Shotgun herstellen, um dann viel Shotgun-Schaden auszuteilen. Wie gesagt, das ist halt eine dieser Aufgaben. Hätte ich jetzt nicht diese Shotgun-Aufgabe, würde ich wahrscheinlich auch mal eine Rauchbombe herstellen. Wobei die sich eher lohnt, wenn man Medic dabei hat und der Medic irgendwie eine Gasmaske. So ganz ohne. Und der letzte Killer ist der Slasher, okay. Bin da drauf, ja, ne? Der ging auch drauf. Oh, Leute, ihr habt jetzt mehr Mitspieler als Killer getroffen, ne? Da muss man als Medic hat man ja die Möglichkeit, so eine Pipebomb herzustellen und zu werfen. Da muss man echt verdammt aufpassen, dass man hauptsächlich den Killer trifft und nicht die Mitspieler. So, ich suche einfach weiter Scrap. Ich kann im Moment nicht fotografieren. Haben die jetzt schon... Die haben jetzt schon das Tor geöffnet, ne? Okay, dann stelle ich mir noch mal ganz schnell eine Adrenalinspritze her. Eigentlich normalerweise wartet man hier, macht man das Tor eigentlich nur so auf etwa 78%, weil das so etwa die Grenze ist. Das Maximum, wie weit man es öffnen kann, ohne es ganz aufzumachen. Weil dadurch, dass sie es jetzt ganz aufgemacht haben, leiten sie das Endgame ein. Wir haben jetzt nicht noch mal die Möglichkeit, den letzten zu retten. Der erste ging daneben, aber der zweite hat gesessen. Und durch, haut ab, Leute. Okay, wunderbar. Vier Leute sind raus. Schade, dass sie das Tor aufgemacht haben. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich auch zu fünft entkommen können. Aber gut, wir haben gut Punkte gemacht. Vier Leute sind raus. So, schauen wir mal, was für Belohnung gab. Viele Karten. Okay, schade, kein Skin. So, na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!